der eigentliche Grund, das aufzumachen, war eine Flucht nach vorne, weil ich habe 20 Jahre als Stagehand gearbeitet, im Rock'n'Roll, wie man so schön sagt. Und nachdem er dann nur noch die Hälfte verdienen konnte, habe ich gesagt, mache ich nicht mit. Andere machen da noch mit, aber wenige von den Kollegen von damals, die haben irgendwie manche Hartz IV, andere haben irgendwas gemacht. Und ich bin halt hier vorbeigelaufen, habe das Schild im Laden gesehen, Laden zu vermieten. Und ja, dann habe ich mir angeschaut und habe gedacht, das wäre optimal. Flucht nach vorne, Plattenladen aufmachen. Zum Beispiel hier diese freundlich singenden Frauen, Hundetraining oder hier eine meiner Lieblingsplatten, die kaufe ich immer, wenn ich sie irgendwo im Netz finde, weil ich damit auch stark missioniere, die muss man nämlich haben, Portas, die Firma, die früher, die kommt glaube ich aus Offenbach und die haben früher in den 70ern, waren die Marktführer in Furnieren von Türen und sowas, also wenn man sich keine neue Tür leisten wollte, haben die da einfach so Scheinholz drüber geklebt. Und darüber singen sie tatsächlich Songs international in verschiedenen Sprachen. Türen nie mehr streichen, der manche ein bisschen holländische Dialekt, weil das war Ende der 70er, früher 80er war das angesagt. Ganz gut auch gegen Ende das Echo der Schweizer Berge, da haben sie sich ein bisschen einfach gemacht, da wird nämlich einfach nur mit großem Hall Portas immer gerufen über so alpenländische Musik. Aber gibt es auch dann Mandolin di Napoli, da singen sie halt auch über Portas, das ist eine Spitzenplatte. Und geht aber, die gut? Komm. Nein, die geht gar nicht gut. Die Leute lassen sich da nicht missionieren, aber ich gebe es nicht auf. Neben meinem schönen Schallplattenladen mache ich seit 20 Jahren auch Musik. Damals Abitur angefangen mit der Band. Das hat sich in viele Seitenprojekte und sowas verselbstständigt, was alles auf dem eigenen Label Declaration of Santo veröffentlicht wird. Also das Sägebett, bekannt durch Gib die Kamera her und Crack auf dem Frachter. Bormut macht der Rollo runter. Oder Kaffeehaag, ein Kännchen Kaffeehaag, zwei Kännchen Kaffeehaag, drei Kännchen Kaffeehaag. Staljustiz mit dem Elektro-Performance-Musicals und Ferien vom Ich mit alter Analog-Elektronik. Dann die Schreiberei, 6 Jahre Kolumnist beim P-Magazin, meine Kolumne Rede und Antwort, wo ich mich schön austoben kann. Und wenn ich dann immer noch nicht genug habe vom Tag, dann sitze ich in meinem Studiochen oben und mische entweder Sachen von den Bands, wo ich Mitglied bin, ab. Oder ich mache meinen eigenen Klumpatsch und versuche die Leute ein bisschen zu verwirren. Willkommen in meinem kleinen Studio. Es ist namenlos, aber sehr schön. Ein alter Rechner. Alte Synthesizer, moderne Keyboards. Ich bastel hier für mich, aber ich mache auch Auftragskompositionen. Das heißt, Leute können hierher kommen, können sagen, der Fabian hat Geburtstag heute Abend, ich brauche schnell ein Liedchen für ihn. Dann wird bei mir im Fundus geschaut, im Rechner, was ich so komponiert hatte, ob da irgendwas für ihn dabei ist. Dann sagt er, ja, Fabian mag mittelschnelle Elektronik, zack. Dann singe ich noch drüber, meistens muss ich das machen. Ansonsten kann das gerne aber auch der Kunde machen, der will es aber nie. Und dann geht er nach einer halben Stunde hier raus mit einer fertigen CD, wo dann drauf ist, Fabian, du bist der Beste, beziehungsweise weißt du noch damals, als wir so voll waren und du dir in die Hose gekotzt hast. Dieses Lied dient zu ihrer Entspannung. Den Laden vor 3,5 Jahren aufgemacht, am Anfang. Also so schlecht war das eigentlich von Anfang an nicht. Mir war gleich klar, dass das funktionieren kann. Und es kommen auch nicht wesentlich mehr Leute als am Anfang schon, bloß die kaufen halt mehr. Ja, also reich werde ich davon nicht, aber verarmt war ich auch nicht gleich, als ich das hier aufgemacht habe. Außer natürlich die Kohle, die mein Bruder noch kriegt dafür, dass ich das Ding hier überhaupt erstmal einrichten konnte. Ich bin kein Heiner, weil meine Eltern nicht in Darmstadt geboren sind. Ich bin ja im Marienhospital geboren und in Treysa aufgewachsen. Deswegen auch für die echten Heiner auch kein Heiner. Halber Heiner, Viertel Heiner, gar kein Heiner. Aber ich liebe Darmstadt und gehe hier ein und aus seit Jahrzehnten und gedenke noch 30 Jahre lang hier, worauf ich Bock habe, das irgendwie zu verwirklichen. Solange ich lebe.